Ja, Mahlzeit. Ich bin's, euer Speedy. Wo sind wir denn jetzt? An der Kamera? Ja, an der Kamera sind wir. Ich möchte euch heute mal ein bisschen was zeigen. Ich habe mir eine Kamera bestellt, eine DJI Action 4. Aber das ist alles ganz komisch und ich möchte euch dazu was zeigen. Ich muss ja leider mal auf Livestream gehen. So, bin ich denn hier noch irgendwo? Ja, da unten bin ich noch. Ich bin hier bei Eviox 24. Hier sind meine persönlichen Daten. Ich bin also quasi angemeldet. Tatütata, tiralala, wie sich das gehört. Und hier ist meine Bestellung. Am 21.03.24 habe ich diese Bestellung ausgelöst und habe sie bezahlt. Hier könnt ihr das sehen: DJI Osmo Action 4, 293,29 € ist mit der Kreditkarte bezahlt, steht seitdem in Bearbeiten. Es gibt keine weiteren Möglichkeiten, da irgendwie drauf zuzugreifen. Ich kann niemanden erreichen. Es geht vom Versand her, geht es nicht weiter. Ich habe mehrfach versucht, da anzurufen. Oder da irgendjemand ranzukriegen. Es gibt hier auch die Möglichkeit, ich gehe mal einen zurück, mal gucken. Wo sind wir denn hier? Hier unten steht alles wunderbar schön, steht da dran, was man hier so haben will. Hier ist diese Telefonnummer. Und ich werde da jetzt mal anrufen. Ich habe das schon gemacht. Wo sind wir denn hier? Da sind wir. Letzte. Das war die 52 hinten, ne? Nee, das war nicht die 52. Eviox, da ist es doch. Rufen wir mal an. Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. The number you have dialed is temporarily unavailable. Please try again later. Diese ganze Geschichte habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal angerufen, zu verschiedenen Zeiten, von der Arbeit aus, von zu Hause aus. Morgens um 8 Uhr gleich, um kurz vor 18 Uhr, mittendrin irgendwann, immer diese Ansage. Es gibt keinen, man kriegt keinen ans Telefon. Auch hier über diesen wunderbaren Kontakt hat man die Möglichkeit. Hier steht nochmal die Telefonnummer, hier steht nochmal die Kontaktangabe, hier kann man alles schön ausfüllen. Ihr seht das hier, wie das hier funktioniert. Habe ich mehrfach gemacht. Man kann es auch abschicken, mach und tun, hin und her. Man kriegt weder eine Bestätigung, dass diese E-Mail raus ist, man kriegt keine Antwort, gar nichts. Ich möchte davon ausgehen, dass diese ganze Eviox 24-Geschichte eine Betrugsgeschichte ist. Obwohl hier alles wirklich wunderbar dasteht. Ich habe das gegoogelt, ich habe geguckt, ob es die Firma gibt. Die Firma gibt es, ja, es ist alles da, aber man bekommt keine Antwort und man bekommt keine Ware. Ich habe jetzt bei der Bank meine Kreditkarte sperren lassen, dass die Kohle da wenigstens nicht rausgeht. Ich habe zwei Kameras bestellt, muss man dazu sagen. Die eine habe ich vorab überwiesen. Dann habe ich mein Konto hier eingerichtet und habe mir noch eine zweite bestellt. Und das innerhalb von 12 Stunden oder so. Und bei beiden tut sich nichts. Also ich gehe davon aus, dass ich auf einer Kamera sitzen bleibe. Die andere Kohle ist zum Glück von der Kreditkarte noch nicht runter, aber das, was ich überwiesen habe, ist definitiv weg. Da muss ich jetzt, beziehungsweise habe ich schon angerufen, muss ich aber noch hin zur Polizei, muss ich jetzt eine Anzeige schreiben wegen Betrug oder schreiben lassen wegen Betrug. Da wird sich aber auch nichts, oder wird auch nichts dran passieren, weil das einfach geringfügig ist. Das ist Geringfügigkeit unter 300 €, das ist ja, für alle anderen ist das eine Geringfügigkeit. Für mich ist es ein Haufen Geld. Ich habe für diese Kameras, damit ich mir mal zwei neue Kameras sparen oder kaufen kann, habe ich jetzt über ein Jahr gespart. Und jetzt habe ich im Prinzip ein halbes Jahr Sparen den guten Leuten hier in Rachen geschmissen und kriege da nichts für wieder. Nun gut,
Wir können es ja nicht ändern. Es ist absolut ärgerlich, weil ich ich habe schon Speicherkarten gekauft. Ich habe mir schon eine Hülle gekauft, einen zweiten Akku. Ich wollte dieses Jahr meine ganzen Kamerageschichten für den YouTube-Kanal umstellen auf die andere Kamera. Wird jetzt wohl nichts werden. Ich muss mal gucken, was mein Sparbuch so hergibt. Obwohl ich das eigentlich jetzt gerade für Österreich spare, für unseren Österreich-Urlaub. Jetzt habe ich natürlich die ganzen Sachen alle gekauft. Jetzt möchte ich natürlich eine Kamera haben. Muss ich mal gucken, ob ich bei eBay was kriege oder ob ich mal zum Mediamarkt fahre. Nun gut, ich wollte euch das nur ganz kurz berichten, dass ihr da mit Eviox vorsichtig seid. Bisschen gucken, aber fallt nicht auf solche Sachen rein. Ich weiß nicht, was man da anders machen kann. Ich habe die Firma abgeklopft. Ich habe geguckt, ob eine E-Mail-Adresse da ist, ob eine Telefonnummer da ist. Ich habe im Internet nichts lesen können von wegen Achtung Betrug etc. pp. Das sah für mich echt gut aus. Einfach mal drauf reingefallen. Ich bestelle jetzt schon seit Jahren im Internet und mache da wirklich ganz viele Sachen im Internet. Diesmal hat es mich erwischt. Nun gut, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr fallt nicht auf unseren Scheiß rein. Oder wenn ihr auf so einen Scheiß reingefallen seid, könnt ihr das ja mal unten in die Kommentare schreiben. Ich bin dann durch an der Stelle. Ich hoffe, die kleine Warnung ist für euch hilfreich und ihr fallt nicht auf. Ja, hier bin ich nochmal. Jetzt gerade eben habe ich was gefunden. Und zwar muss ich euch dafür mal auf die andere Seite machen. Hier ist jemand. Der hat sowas auch durch. Warum geht denn das nicht? Könnt ihr hier unten sehen, von wem das ist? Playlist. Sie wurde auch Opfer. Deswegen dachte ich, ich warne euch davor. Tja, sie hatte da schon irgendwas rausgekriegt hier. Halt mal an, bitte, halt mal an, halt mal an. Ich wurde selber Opfer, bestellte gar nicht, falsch, gar nicht. Also, die Bank ist in Spanien, Kundenservice, Nummer und E-Mail-Adresse sind auch ein Fake. Okay. Da, guck mal, so ist es mir auch gegangen. Ich habe nach der Kamera gesucht und bin dann auch über Google auf Eviox gekommen. Und jetzt krabbelt hier was. Spam-Verdacht. Okay, das ist vielleicht auch noch so ein Ding davon. Er darf aufhören. Gut. So. Also ist genau wie bei mir, in der Google-Suche auch angezeigt Eviox 24. In ihrem Fall war das hier wahrscheinlich ein Kühlschrank oder ist das ein Kühlschrank? Ja, und dann ist wohl auch nichts gekommen. Aber auch so um die 1000 Euro, super. Ah, haha, kennen wir irgendwoher. 8 bis 18 Uhr, gleiche Telefonnummer, 142 hinten. Ich glaube, das war bei mir auch so. In 142 hin, ganz genau. Ja, also die scheint schon länger, das scheint schon länger eine Masche zu sein. Ja, nun gut, dann können wir uns das ja sparen. Machen wir hier einen Daumen hoch und abonnieren Sie mal, weil Support ist kein Mord. Dann können wir das hier rausmachen. Dann bin ich da wieder. Dann gehe ich hier oben drauf und dann bin ich in groß. Ja, also haben wir es mit Eviox definitiv mit einer Betrugsmasche zu tun. Ich hoffe, ihr fällt da nicht drauf rein. Guckt genau hin. Ich habe, wie gesagt, den Fehler gemacht und andere scheinbar auch. Teilt dieses Video, zeigt das anderen Kollegen, Kolleginnen, Freunden, Freundinnen, wie auch immer, dass da bloß keiner auf den Trichter kommt, da zu bestellen. Und ich werde nächste Woche meine Anzeige abschließen, das Ganze zur Anzeige bringen. Wird mir nichts helfen, ich werde auch auf meiner Kohle sitzen bleiben, haben wir ja nun gerade gelernt. Also von daher
Was? War's das halt. Nun gut, das wollte ich eben noch ganz kurz nachtragen. Ich würde sagen, das war's. Tja, ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe jetzt mal die Straße hier rausgesucht in Heddesheim. Hätte man auch früher drauf kommen können. Da bin ich bescheuert, ehrlich. Wenn ihr so einen Shop habt, wo ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid, ob der echt ist oder nicht, da steht irgendwo im Impressum, steht da immer irgendeine Adresse. Die habe ich jetzt gerade mal eingegeben. Das ist die verlängerte Triebstraße in Heddesheim. Und das habe ich mal angegeben. Und ich schalte euch jetzt mal um auf den anderen Bildschirm, wo das ist. Das Haus hier, dieses Weiße, soll meine Firma sein. Hätte ich das früher gemacht, wäre mir wohl klar gewesen, dass das nicht so sein kann. Also jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich habe das als Industriegebiet gesehen. Ey. Ja, wenn man es unbedingt will, das ist immer das Problem an der ganzen Sache. Man will irgendwas unbedingt. Und dann guckt man auch nicht mehr so richtig hin. Lässt sich da blenden. Also wir können jetzt sicher sein, dass dieser Eviox 24 GmbH definitiv ein Fake-Shop ist. Und wir können auch davon ausgehen, beziehungsweise ich kann auch davon ausgehen, dass mindestens 293 Euro weg sind. Ich werde noch ein bisschen hin und her googeln, vielleicht finde ich noch was anderes. Man mal richtig geguckt. Ey. Oh, ärgerlich, ärgerlich. Ich wünsche euch das Allerbeste. Wir sehen uns in irgendeinem meiner anderen Videos. Bis dahin dann. Ciao, ciao, bye, bye und see you soon. Daumen hoch und ein Abo würde ich mich darüber freuen. Abo kostet übrigens nichts. Bis dann.